und einfach unser Spiel aufziehen. Das haben wir heute nicht gemacht, leider. Aber ja, okay. Wir probieren die nächsten Spiele das zu finden. Warum jetzt Bosnien gewonnen haben, das waren Kleinigkeiten, kleine Details. Dzeko hat einmal eine super Aktion zu Ende gespielt mit dem Torabschluss. Und wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Also insofern denken, unentschieden wäre absolut gerecht gewesen. Aber so ist der Fußball, man muss immer aufpassen, über 90 Minuten darf sich keine Fehler erlauben. Wir haben leider einen Fehler zu viel gemacht und deshalb das Spiel nicht gewinnen können. Ich glaube, es hat einen einfachen Grund gehabt, warum wir nicht so gut waren, wie wir sein können. Wir haben uns die Messlatte sehr hochgelegt. Und in solchen Stadien, in solchen Ländern, gegen solche Teams bestehst du nur, wenn du die Oberhand in den Zweikämpfen hast. Die haben wir vermissen lassen. Das war nur über kurze Strecken des Spiels, vor die ersten 20 Minuten und dann kurz vor dem Gegentor auch 20 Minuten, wo wir so gespielt haben, dass wir die Hoffnung hatten, dass wir das Spiel gewinnen können. Bei der restlichen Spielzeit war es nicht der Fall. Mit dem müssen wir auch leben. Wir haben das Spiel jetzt verloren. Jeder geht zu seinen Clubs. Und nächstes Mal, wenn wir kommen, dann müssen wir es besser. Thank you.